Glocken und Glockentürme prägen maßgeblich unsere Vorstellung von Kirchen. Die alte, um 1200 gebaute Klosterkirche hatte einen Glockenturm. Er befand sich im Westen der Kirche über dem Haupteingang. Wie viele Glocken sich hier befanden, ist unbekannt. Balthasar Merklin war von 1514 bis 1531 Propst des Stiftes. So ließ er eine neue Propstei bauen und 1517 eine Glocke gießen. Diese Osanna-Glocke wurde von Meister Jörg von Straßburg gegossen. Meister Jörg war einer der bedeutendsten Bronzegießer am Oberrhein. Aus seiner Werkstatt stammen zahlreiche Geschütze und Glocken. Eine 1520 von Straßburg gegossene Glocke wiegt 21 Tonnen. Die Waldkircher Glocke ist mit 3100 Kilogramm deutlich leichter. Doch auch sie ist mit ihrem satten, weittönenden Klang bis heute unverkennbar. Die anderen vier Glocken goss der Lothringer Ignaz Joseph Duvenel im Jahre 1698. Zusammen mit einer 1769 umgegossenen Glocke bildeten sie das Geläut der im Barock abgerissenen und durch den heutigen Bau ersetzten St. Margaretenkirche. Die barocken Glockenjoche wurden in der Zwischenzeit erneuert. Eines der alten Joche ist erhalten und befindet sich in der Nähe der St. Margaretenkirche. Das Holz wurde vor einiger Zeit naturwissenschaftlich untersucht. Dadurch wurde deutlich, dass das Joch nicht, wie zu erwarten, mit dem Kirchenneubau im 18. Jahrhundert entstanden ist, sondern um 1750. Demnach dürfte dieses Glockenjoch für die 1769 umgegossene Glocke entstanden sein. Drei jüngere Glocken ergänzen die älteren Glocken und gemeinsam bilden sie ein imposantes, weithin zu hörendes, neunstimmiges Ensemble. Es ist mit Sicherheit eines der schönsten Geläute im Breisgau.